Problemhundetraining. Wie du aus deinem Problemhund einen entspannten Alltagsbegleiter machst. Die 7 häufigsten Fehler im Hundetraining. Wir schauen uns die Fehler an, die den meisten Menschen passieren und die dazu beitragen, dass Menschen mit ihrem problematischen Hund nicht nachhaltig zum Ziel kommen. Und natürlich auch, was man tun kann, um die Fehler in Zukunft nicht mehr zu machen. Wir sind Nina und Soni und wenn du aus deinem Problemhund einen entspannten Alltagsbegleiter machen willst, dann abonniere diesen Kanal. Ja, Nina, du gibst ja viele Einzelstunden und kannst du mal aus deiner Erfahrung berichten, was sind denn für dich so die häufigsten Fehler, die Kunden immer wieder machen? Ja, also da gibt es verschiedene Dinge, die mir da gerade so in den Kopf kommen und ich würde gerne mal starten mit dem Thema Timing, weil das ist etwas, was ich ganz, ganz oft sehe, dass die Leute in den Momenten zu spät in der Regel reagieren, zu früh gibt es ganz selten, aber tendenziell eher zu spät. Also wenn es darum geht, sei es eine Belohnung zu setzen oder auch eine Korrektur, ne? Also welche Maßnahme auch immer sie ergreifen, um ein Verhalten zu verändern in dem Moment, dass das Timing dann oft nicht stimmt und in der Folge dann halt auch der Hund nicht den Lerneffekt hat, den er haben sollte. Ne? Und was glaubst du, was dahinter steckt? Ja, ich glaube verschiedene Dinge. Manchmal kommt das ja dann auch so erst im Gespräch auch mit den Kunden, wenn man merkt, ich gebe immer dasselbe Feedback, ne? Und irgendwie verändert sich das nicht. Dann hat der Kunde auch nicht den Lerneffekt gehabt, offensichtlich, den ich mir gewünscht habe. Und dann muss ich gucken, woran liegt es denn? Und einerseits kann es wirklich daran liegen, dass sie die Abläufe nicht verinnerlicht haben, ne? Also es gibt Menschen, die auch lange brauchen, um so eine Routine reinzukriegen von was muss ich machen, wenn, ne? Also so diese Abläufe. Und dann gibt es halt auch Menschen, die nicht so eine schnelle Reaktionsfähigkeit haben. Und manchmal muss man schnell sein, ne? Insbesondere, wenn man einen sehr schnellen Hund hat. Ich denke da auch gerade an so Hütehunde zum Beispiel, ne? Die einfach so mega schnell sind, auch im Tempo ganz oft. Und wenn du dann eher einen langsamen Menschen hast, kann das mal so ein bisschen eine Herausforderung darstellen für den Menschen, dass er da entsprechend schnell reagieren muss. Und dann kann es auch sein, und das kommt dann meistens eben im Gespräch so zutage, dass die mit dem, was sie tun, manchmal auch ein Thema haben. Ne? Also gerade wenn es jetzt darum geht, dem Hund zum Beispiel eine Grenze zu setzen, dass ihnen das eben schwerfällt, diese Grenze zu setzen und entsprechend dann ganz oft zögern. Ne? Also das ist dann eher ein Thema auch vom Mindset, ne? Wo man dann tiefer nochmal reingehen darf, woran liegt es denn? Ja, das geht so ein bisschen in Richtung Prinzip Hoffnung. Ja? Vielleicht macht das ja doch noch richtig, dann muss ich nicht die Korrektur setzen. Genau. Ich habe auch kürzlich von einer Kundin so diesen Satz gehört. Er hat es ja fast richtig gemacht. Ne? Also er gibt sich doch so Mühe und er hat es fast richtig gemacht. Ja, er hat es aber nicht richtig gemacht. Ne? Und mir kommt dann immer so, ich muss dann immer ein bisschen schmunzeln und denke so, auch auf, wie das ist zum Beispiel bei uns Menschen, ne? wenn wir einer Arbeit nachgehen oder so, dieses, naja, ich habe mir ja Mühe gegeben, es war zwar kacke, aber ich habe es halt versucht, das ist schön und gut, ne? Und trotzdem lernt halt der Hund dabei nichts, ne? Oder zumindest nicht das, was er sollte, irgendwas lernt er ja immer, wenn wir ihm nicht das entsprechende Feedback geben, ne? Also wie soll er, ich sage jetzt auch mal, sich verbessern, wenn er von uns gar kein Feedback kriegt? Ne, weil in der Regel ist es ja so, dass man dann eben gar nichts macht, sei es jetzt eine Belohnung setzen oder auch eine Bestrafung setzen, sondern es kommt dann gar nichts an Feedback. Ne? Also der Hund wird quasi, und das finde ich dann das Schade immer, der Hund wird quasi alleine gelassen und man sagt dann so, ja, ist okay, ich lasse es jetzt einfach mal so und der Hund weiß gar nichts. Ne? Ja, das ist so ein Herzensthema auch von mir, weil für mich so Kommunikation so wichtig ist, generell, also auch im Leben einfach. Und weil ich auch so aus diesem Bereich komme, beruflich, finde ich Kommunikation so wichtig. Und ganz oft findet einfach
zu wenig Kommunikation statt, zumindest keine bewusste. Ne? Unbewusst findet ja ganz viel statt. Und da fällt mir auch gleich so das zweite Thema ein, wenn wir schon dabei sind. Ich glaube, wir haben das ja auch im Podcast schon öfters erwähnt, so dieses Thema von man kann nicht kommunizieren. Also auch wenn ich nichts sage, sage ich damit ja auch was. Ne? Sei es jetzt also verbal, wenn ich jetzt von uns Menschen ausgehe mit Sprechen, aber ich spreche auch mit meinem Körper. Also wie ist meine Körperhaltung? Und ist das, was mein Körper jetzt gerade sagt, stimmt das überein mit dem, was ich vielleicht verbal sage, ne? Oder auch mit dem, was ich erreichen möchte? Also nochmal so das Beispiel, ich lobe meinen Hund, weil er irgendetwas richtig gemacht hat oder weil eben die Trainerin gesagt hat, du solltest da loben, weil wir möchten das Verhalten fördern. Und dann kommt so ein, ich nenne es jetzt mal so halbherziges Lob raus, ne? So, ja, hast du gut gemacht. und eigentlich fühlt man das gar nicht als Mensch. Ne? Und dann widerspricht sich das, was ich sage. Also meine, ich weiß, dass diese Worte ein Lob bedeuten, aber wirklich, ist es wirklich ein Lob für den Hund, weil ich das gar nicht so rüberbringe, ne? Wenn ich zu dir sage, ja, Sonja, hast du richtig gut gemacht. Ne? Inhaltlich wäre das ein Lob, aber also kannst du das annehmen als Lob nicht wirklich, ne? Weil du denkst, also das meint sie bestimmt nicht ernst, wenn sie das in dieser Stimmlage sagt. Und das passiert ja halt auch ganz oft, ne? Dass wir nicht klar sind in dem, was wir tun und zum Teil auch ganz schwer lesbar sind, weil ich dann denke so, hä? Also Ironie, das verstehst nur du, nicht nur du nicht. Für die Zuhörerinnen, Soni versteht manchmal keine Ironie. Ne? Also wir sagen auch, nicht jeder Mensch versteht das, ne? Oder auch Sarkasmus ist ja auch sowas, ne? Wo das, was ich sage, mit dem, was eigentlich dahinter steckt, ich sage jetzt mal zwischen den Zeilen lesen, ja nicht übereinstimmt, ne? Und wir Menschen haben, die einen besser als die anderen, die Fähigkeit, zwischen diesen Zeilen zu lesen und das zu entschlüsseln. Und die Hunde können das halt nicht. Ne? Also für die ist einfach, ich meine das so und dann sage ich das auch. Und nicht so, ich habe noch eine versteckte Botschaft dahinter und dann machen wir Menschen uns für die Hunde manchmal echt schwer lesbar. Ne? Ja, und es gibt ja auch Momente, gerade mit problematischen Hunden, wo man sich sozusagen auch körpersprachlich mal richtig durchsetzen muss. Ne? Sich zum Beispiel Raum verschaffen muss und sagen muss, hör jetzt auf damit oder geh mal weg hier. Ne? Und das ist natürlich dann etwas, was, wenn das nicht glaubhaft rüberkommt, dann wird der Hund entsprechend auch nicht reagieren und man wird nie zu diesem Ergebnis kommen, was man eigentlich gerade bezwecken möchte, was auch für die Beziehung zwischen Mensch und Hund ein ganz, ganz wichtiger Punkt wäre. Und da sind ja oft auch so Themen dahinter versteckt, wie dass der Mensch vielleicht generell einfach Schwierigkeiten hat, Grenzen zu setzen, also im Leben allgemein, ne? Oder generell ein Thema mit Konflikten hat und dem lieber immer so aus dem Weg gehen will und er hätte es gerne harmonisch und so weiter und so fort. Und das kann mit vielen Hunden gut gehen, aber einige brauchen dann eben diese deutlichen und ernst gemeinten klaren Ansagen. Ne, über, und das drückt unser Körper natürlich aus, automatisch, unbewusst, ob das ernst gemeint ist oder nicht ernst gemeint ist. Ja. Und das Thema, was du jetzt angesprochen hast, auch dieses, ne, Bedürfnis nach Harmonie und eben auch, dass man sich dann oft vor Konflikten scheut, habe ich auch das Gefühl, dass das im Moment auch so ein gesellschaftliches Thema ist. Also weil das ist so ein Thema, das kommt wirklich so viel. Ne? Und ich merke das auch bei mir selber. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Mensch bin, der Konflikte scheut, ganz grundsätzlich. Und trotzdem merke ich auch manchmal, dass ich da so reinfalle, ne? Und irgendwie denke, naja, also das kann man ja jetzt auch
Also ist halt unangenehm manchmal, ne? Und dann überlegt man sich so, ja, kann ich dem irgendwie entfliehen? Naja, ich kann es ja auch, ich kann ja auch eine Nachricht schreiben, ne? Dann muss ich das nicht so direkt machen, ist nicht so unangenehm und so. Und ich glaube, dass das mega zugenommen hat mit den Möglichkeiten, also ich sage jetzt mal mit den technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, dass wir so vieles über Nachrichten machen können, ne? Und man sich, ich sage jetzt auch mal, ganz lange Gedanken darüber machen kann, wie schreibe ich das jetzt, wie formuliere ich das, bla, ne? Also wirklich so, das ist dann auch so sehr, sehr kopflastig alles und man hat nicht diese schnelle Reaktion, ne, auf das, was man gesagt hat und kann es im Zweifelsfall, und das machen ja Menschen auch, oder empfinde ich jetzt auch öfters, dass Menschen schnell auch blockiert werden. Oder ich sage so, nee, ich will mit dir jetzt nichts mehr zu tun haben, das war jetzt für mich irgendwie nicht mehr angebracht, ne? Weil man eben diesen Konflikt gar nicht haben will. Und ich glaube, so die ganzen, eben so Social Media und so weiter, die fördern das ja, ne? Also ich haue, auch im anderen Sinne, ich habe eine Meinung, ich finde irgendwas blöd und ich haue das einfach mal raus. Und ich weiß auch, naja, kann mir ja nichts passieren, ne? Ich habe diesen Bildschirm irgendwie als meine Mauer. Ja, und ich glaube, viele dieser Dinge oder einfach diese Entwicklung führt auch dazu, dass wir Menschen wirklich keine oder schlecht geworden sind, in Konflikte austragen und wirklich mal, ich sage jetzt auch mal, etwas ausdiskutieren, ne? Weil es gibt ja, also wir sind uns in unserem Zusammenleben so oft nicht einig, ne? Jeder hat ja irgendwie eine andere Meinung und so eine gewisse Reibung ist ja irgendwie auch total förderlich, ne? Weil alles andere, wenn man in seiner Komfortzone schlussendlich ja immer drin bleibt, ist ja auch Stillstand, oder? Ja, also das Thema hatte ich letztes Jahr ganz, ganz arg auf dem Zettel, so dieses, ich bin, wenn es Streit gab oder irgendwelche Konflikte, dann bin ich immer aus dem Kontakt gegangen. Und ich bin dann aber auch nicht mehr zurückgekommen. Ich war dann weg und habe so gedacht, ja, dann ich halt. Ne? Und das hat natürlich dazu geführt, dass regelmäßig irgendwie, also auch in Partnerschaften und so weiter, dass ich dann irgendwie nach einer gewissen Zeit immer gedacht habe, ja gut, dann, also alleine ist auch entspannter, ne? Und dann kam jemand Neues sozusagen und diese Konflikte gab es erstmal nicht und so weiter und so fort, ne? Und ich habe im letzten Jahr, habe ich mich viel damit auseinandergesetzt, in Konflikten sehr, sehr früh wieder umzudrehen, zurückzugehen, obwohl das so ein unangenehmes Gefühl für mich war, und es einfach zu klären. Und daraus können natürlich dann auch konfliktfähige Beziehungen werden, dann weiß man schon im Vorfeld, es ist nicht schlimm, wenn wir uns mal streiten. Wir wissen, wir kommen wieder zusammen, wir wissen, wir finden eine Lösung, wir können das miteinander klären. Und die Beziehung mit einem Hund ist natürlich auch eine super, super langfristige Beziehung, ne? Also die sind 10 Jahre aufwärts bei uns und da ist es wichtig, im Zusammenleben wird es Reibungspunkte geben. Da ist es wichtig, dass man sich mal streitet und da ist es wichtig, sich auch wieder zu vertragen, nicht nachtragend zu sein und so weiter und so fort. Und ich finde, das spielt vielleicht auch noch so mit rein, dass wir, wird auch gerade über Social Media ganz viel besprochen, dass wir alles als Menschen immer so tot analysieren. Ne? Was hat der dabei gedacht? Warum steht das rechte Ohr weiter hinten als das linke und so weiter und so fort? Was denkt er jetzt? Warum macht er das? Und so weiter. Und ich hatte diese Woche ein Gespräch mit Michi, der gesagt hat, eine Kundin hat ihm erzählt, also das ist eine Kundin, die hat ihren Hund extrem vermenschlicht, also mit, das ist die Schwester von dem Kind, was sie hat, ne? Also es wird auch so bezeichnet, der Hund wird, geht jeden Tag irgendwie mit unter die Dusche, wird zugedeckt und dann aber natürlich nach dem Duschen auch geföhnt, ganz normal. Und in diesem Gespräch, in diesem Erstgespräch mit Michi, hat sie sich an ihren Papa erinnert und hat eben sich daran erinnert, dass der die Hunde immer, die sie hatten, mega im Griff hatte und dass sie sich aber eben auch an so Situationen erinnern kann,
dass der Hund hat irgendwas gemacht, was er nicht machen sollte, und dann ist irgendwie ein Schlappen geflogen oder so. Ne? Also so ohne nachzudenken, ohne zu analysieren, ohne Lerntheorie in- und auswendig zu kennen, das will ich nicht, hör auf mit dem Scheiß, und dann war wieder. Ne? Und das denke ich eben manchmal auch, also ich bin super, super froh, dass wir uns alle so gut auskennen mit der Lerntheorie, weil wir beschäftigen uns ja normalerweise mit Fällen, wo es echt schon sehr, sehr festgefahren ist und wo es wichtig ist, dass man so genau ist und dass man weiß, was man da macht und so weiter. Aber so in diesem, der Hund wächst bei mir auf, und in diesem Entwicklungsprozess einfach so dieses beherzte, nicht verkopfte, will ich nicht haben, mache ich was gegen, will ich haben, kann ich, ne, kann ich was Gutes hinzufügen irgendwie. Ja, das ist, und auch eben diese Konflikte nicht zu scheuen, ne, auch mal auszuhalten, wenn der Hund ja, gegen einen geht und ne, also irgendwie einen Spackenanfall kriegt. Wir hatten letztens das mit unserer jungen Hündin, die, wo wir festgestellt haben, wenn wir die kurz mal so festhalten, dann kann die sogar ein bisschen grätzig werden und auch mal so irgendwo reinbeißen. Ne? Und das einfach mal auszuhalten, den Hund halt einfach zu halten, damit sie feststellt, erstens passiert dir nichts, zweitens darfst du das nicht. Das sind eben einfach so diese kleinen Reibungspunkte, wie man völlig unverkopft, ja, wo man einfach durchgeht zusammen und dadurch eben noch enger zusammenwächst. So. Ja, und das, was du jetzt gerade gesagt hast, finde ich so schön, weil oft die Leute so diese Angst haben, wenn ich mal eine Grenze setze, ganz egal, was das ist, einfach weil ich sage, hey, hör auf mit dem Scheiß. Also das machen wir hier nicht bei uns zu Hause irgendwie. Dass der Hund sie danach nicht mehr mag, nicht mehr liebt, oft auch ist dann das Thema. Ne? Also so dieses Angst vor Verlust haben und deshalb nicht in diesen Konflikt gehen wollen und deshalb lieber einfach immer lieb und nett sein. Ja, weil man so Angst hat, etwas zu verlieren. Ne? Und also ich habe eine ganz andere Erfahrung gemacht, und zwar, dass man, und das ist auch so spannend zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, wegen, du bist immer aus dem Kontakt gegangen, wenn so ein Konflikt entstanden ist. Und meine Erfahrung ist, dass, wenn wir jetzt mal bei Menschen bleiben, ne, Beziehungen dann auseinandergehen, wenn man eben Konflikte scheut und nie darüber spricht, ne, weil man sich immer mehr auseinanderlebt, weil die sind ja trotzdem da, diese Gefühle, ne, dass man irgendwas doof findet. Und wenn es nie angesprochen wird, kann ja das Gegenüber sich auch nicht verändern. Und da sind wir wieder so ein bisschen zurück bei dem Punkt, den ich am Anfang auch gesagt habe, Kommunikation. Ne? Ich finde es so total unfair, wenn man nicht miteinander spricht und irgendwie eine Rückmeldung gibt, ne, und dann irgendwie, ich sag jetzt mal, ne, ein Jahr später sagt Nina, das war's jetzt mit uns, weil du machst das immer und das regt mich richtig auf und ich habe keinen Bock mehr drauf. Und ich denke so, okay, krass, ich habe noch nie davon gehört, dass dich das stört, ne? Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mein Verhalten verändert, ne? Für dich hätte ich das gemacht tatsächlich sogar, ne? Aber wenn man ja kein Feedback kriegt, ne, und dahinter ist immer so dieser Wunsch, und das hört man ja auch von vielen, ja, du musst es halt selber merken, dass das nicht angebracht ist, ja, so funktionieren wir nicht, und wenn wir es ja wüssten, würden wir es ja nicht tun, ne, also wir haben ja alle diese blinden Flecke und brauchen einfach mal Feedback, ne, und so geht es dem Hund ja auch, also, viele Hunde, nicht alle, ne, aber viele Hunde sind ja total froh, wenn sie Feedback kriegen. Ne? Andere denken so, ja, das Feedback interessiert mich trotzdem nicht. Ich mache so, wie ich Bock drauf habe. Also so Persönlichkeitstypen hatten wir auch schon mal angesprochen. Da haben wir auch so einen Test gerade rausgegeben. Also was jemand den gemacht hat. Ne? Das kommt dann schon auch noch ein bisschen auf die Persönlichkeit drauf an, wie man damit umgeht. Ne? Und da finde ich auch gerade noch mal so einen Punkt, den ich auch noch gern ansprechen würde, und zwar, wer sagt mir etwas? Ne? Darüber hatten wir ja im Podcast auch schon oft gesprochen. Von wem kommt denn diese Ansage? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, nee, Freundchen, das machen wir hier nicht. Und ich spreche jetzt mal von mir, ne? Von mir und von meinem Partner. Wir haben ja zusammen unseren Hund. Und die unterscheidet zum Beispiel
sehr gut. Ne? Also die lässt sich mal nicht von allen Menschen was sagen. Also ich bin eigentlich der einzige Mensch, glaube ich, der ihr wirklich was zu sagen hat. Und bei allen anderen ist so, nö. Also das muss man sich erarbeiten bei ihr. Ne? Und mein Freund zum Beispiel ist so, der liest ihr schon sehr viele. Also das ist halt sein Schatz, ne? So, und wir hatten gerade kürzlich diese Diskussion, als wir gemeinsam auf der Couch saßen. Und also ne, unsere Couch ist quasi vis-à-vis vom Hundebett, ne? Vom einen Hundebett, was wir haben. Und er ist wirklich so, dass er manchmal da 5 Minuten lang den Hund anglotzen kann. Ah, guck mal, wie sie liegt. Und da die Pfote, und da ist sie so süß. Und bla. Und ich denke, ja, ich finde die auch total süß. Und dann so, oh, ich will sie jetzt streicheln gehen, weil sie ist gerade so süß. Sie könnte ich ihr ja noch was irgendwie zum Kauen geben und so, ne? Und das macht er sehr oft, ne? Und, ah, was hat sie? Ah, sie will was. Ja, ich gebe ihr was, sie hat sie ja so nett geguckt und so. Und die hört einfach nicht auf den, ne? Null. Also, bei dem macht die, was die will. Und bei mir halt nicht. Weil ich viele Grenzen setze und weil die wirklich auch im Alltag so, wenn man ihr das gewähren lässt, kann die richtig penetrant sein. Ne? Also so, hallo, ich hätte jetzt gern was zu essen, ich möchte jetzt raus und die wickelt einem dann um den Finger. Ne? Und die weiß, bei mir ist nicht. Und ich habe mir das an so vielen Stellen in unserem Zusammenleben so etabliert. Ne? Und er hat das nicht gemacht. Und deshalb macht es einfach so einen Unterschied, wer da was sagt. Ne? Also ob sie das annehmen kann oder nicht. Und wir hatten auch kürzlich darüber gesprochen. Ne? Also von wem nehme ich zum Beispiel Feedback an? Weil ich weiß, das ist bei uns beiden persönlich so ein Thema. Ne? Also wir sind jetzt auch Persönlichkeitstypen, die so ungern Feedback annehmen. Und kommt wirklich, also es gibt ganz wenige Menschen, von denen ich Feedback annehme. Genau, wie Nummer, ne? Und was sind denn, also was kennzeichnet diese Person, vielleicht kannst du dazu was sagen, was kennzeichnet denn diese Person, von denen du das annehmen kannst, ne? Also was unterscheidet die von all den anderen? Die müssen jemand sein, in meinen Augen. Die müssen, also gerne dürfen sie auch so eine Art Vorbildfunktion haben, ne? Also dass sie zum Beispiel in bestimmten Bereichen schon weiter sind als ich. Aber warum soll ich Feedback annehmen in einem Bereich, wo jemand noch gar keine Ahnung hat, also weil er meilenweit entfernt ist oder eben noch nicht so weit wie ich bin? Was macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Und das ist für mich dann irgendwie auch, das klingt jetzt so ganz unsympathisch, aber es ist für mich dann irgendwie auch so eine Zeitverschwendung. Und ich finde das dann auch so, es geht mir gar nicht in den Kopf, wie man darauf kommen kann, also vor allem ungefragt Feedback zu geben. Ne? Mhm. Und in der Regel sind das Leute, die ich wirklich ernst nehme und die ich auch bewundere für das, also für bestimmte Eigenschaften, für bestimmte Dinge, die sie erreicht haben. Und ja, von denen nehme ich super, super gerne und sehr dankbar Feedback an. Mhm. Und von denen kannst du dir auch mal sagen lassen, Toni, hör auf mit dem Scheiß, ne? Ja, klar. Wenn du irgendwas tust, was vielleicht nicht so günstig ist und und wenn das jetzt jemand anderes sagt, den du eben nicht ernst nehmen kannst, wie reagierst du dann? Mit denen diskutiere ich im Übrigen auch nicht. Hm. Ne? Wie der Hund. Mit denen diskutiere ich nicht. Da sage ich, ja, ist okay, ist angekommen. Passt. Mhm. Und Leute, die ich nicht ernst nehme, die nicht so weit sind wie ich, na, die kann ich ja trotzdem menschlich ernst nehmen. Aber vielleicht geht es gerade um eine Sache, wo ich weiß, die haben da einfach keine Ahnung von. Dann nehme ich kein Feedback an. Und wenn jemand vor mir steht, den ich auch als Mensch nicht so ernst nehme, dann hat das, also das geht hier rein und da raus. Mhm. Also im Guten wie im Schlechten, ne? Es wäre so bei Kritik genauso wie bei du bist so toll oder ne, bei Lob. Mhm. Ja, und das finde ich auch das Spannende dran, wenn man sich das mal so wirklich jetzt in unserer Welt so vorstellt auch. Ne?
Was ist denn, also gerade auch bei einem Lob, ne? Es gibt doch so Menschen, wenn die einem sagen, dass man was gut gemacht hat, und man so denkt, geil! Also wo man sich so richtig freut und denkt so, yeah. Ne? So, da klopft man sich wirklich so selber auf die Schulter und denkt so, ja, geil gemacht, ey. Und dann gibt es andere Leute, die das sagen und findet so, naja, also ich weiß ja schon, dass ich gut bin, aber also erstens musst du mir das nicht sagen, wenn man so ein Ego hat, ne? Oder man denkt einfach so, naja, ich weiß jetzt nicht. Also das löst halt dann keine Gefühle aus, ne? Es ist dann irgendwie einfach so gleichgültig. Und so ist es beim Hund halt auch, ne? Also wer sagt das zu mir? Und ist das für mich wichtig, was diese Person sagt? Egal, ob das jetzt eine Grenze ist, die Person setzt und sagt, hör auf mit dem Scheiß, oder du hast das richtig geil gemacht. Ne? Also das eine ist mal, wie sage ich das? Das hatte ich ja ganz am Anfang gesagt. Ne? Also meine ich das auch wirklich ernst? Also fühle ich das oder mache ich das, weil mir jemand gesagt hat, du musst den Hund loben? Ne? Und das andere ist, was für eine Beziehung haben wir untereinander? Ne? Und ich glaube, wir können das gar nicht genug betonen, wie wichtig diese Beziehungsstruktur ist, weil wenn, wie gesagt, egal was du tust, du kannst 5 Milliarden Leckerchen schmeißen und deinen Hund permanent loben oder permanent eins auf den Deckel geben, wenn der das nicht annehmen kann, wirst du damit ja nicht zum Ziel kommen, ne? Weil es ist ihm einfach egal. Und das fand ich auch nochmal so gut, weil du so gesagt hast, es geht in ein Ohr rein und beim anderen wieder raus. Und genau das. Das ist auch so die Erfahrung, die ja viele Hundebesitzer machen. Ne? Wenn sie auf dem Spaziergang sind, ihr Hund pöbelt zum Beispiel an der Leine, sie machen was auch immer sie tun, und sie haben das Gefühl, der Hund reagiert null. Oder vielleicht dreht er sich auch um und sagt, halt die Fresse, ich muss jetzt hier, ne? Ich muss jetzt hier das zu Ende bringen, was ich da mache. Ne? Also so misch dich nicht, gefälligst nicht ein. Was dann vielleicht auch jetzt zum Beispiel unsere Reaktion wäre von jemandem, den wir eben nicht ernst nehmen und sagen, ne, du hast mir gar nichts zu sagen, so, ja, genau. Und was bei mir jetzt auch noch so kommt, ist das Thema, also generell Inkonsequenz. Ich glaube, das kam jetzt eh auch so ein bisschen rüber bei vielen Sachen, die wir jetzt so besprochen haben. Ich bin nicht stabil. Ne? Vielleicht ist es tagesformabhängig, ob ich jetzt heute einen guten Tag habe und sage, heute bin ich besonders streng und kann mich irgendwie gut durchsetzen und am anderen Tag lasse ich alles einfach laufen. Und das führt ja dann dazu, dass der Hund auch total, sind wir wieder bei der Kommunikation, total oft so unterschiedliche Signale von mir kriegt. Ne? Also manchmal ist es erlaubt, manchmal nicht. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, was ich tun soll. Und dadurch wird sich das Verhalten generell ja eher verschlechtern. Ne? Oder ob Leute gucken oder nicht gucken. Ja, genau. Also kann ich authentisch sein, wenn mir jemand zuguckt? Oder ist dann so, naja, dann kann ich das nicht machen, weil es ist ja unangenehm. Was könnten die denken und so? Genau, das sind auch nochmal so Punkte. Und so ein letzter Punkt, der mir persönlich auch so am Herzen liegt, ist so das Thema Perfektionismus oder auch so dieses, ich nenne es jetzt mal Korinthenkackertum. Der Hund muss perfekt sein und ich als Mensch, ich will das genau so haben. Und ich bastel, ich werke so an diesem Hund rum, bis der genau so ist, wie ich ihn haben will. Was für mich dann so, das klingt jetzt hart, aber sehr wenig mit Liebe zu tun hat. Ja, also du hast diesen Hund und der hat eine bestimmte Persönlichkeit, der hat ein bestimmtes Wesen und Eine bestimmte Genetik. ja, auch genau, eine bestimmte Genetik. Ich habe jetzt zum Beispiel so einen Border Collie im Kopf. Ne? Wenn Leute kommen und sagen, der soll aufhören zu gucken, generell, ne? Oder nicht mehr so schleichen. Und das finde ich dann, also, ne, ist immer die Frage, was stört dich wirklich im Alltag? Also, was ist eine Einschränkung für dich? Und das kann ich alles verstehen, dass man das nicht mehr haben möchte. Ne? Aber alles, was dann einfach ist, das hat der nicht zu tun, weil
Und die Begründung ist, weil ich das nicht will. Und man hat sonst nicht wirklich eine Begründung, dass man nie zufrieden ist, mal grundsätzlich. Ne? Also man hat ja dann sein Ziel nie erreicht, weil der Hund diesem Bild, was man irgendwie hat, wie man es gerne haben möchte, nie entsprechen wird. Ne? Also ich nehme jetzt einfach mal mich als Beispiel. Ich bin irgendwie nicht so groß gebaut. Ne? Ich könnte jetzt zum Beispiel, ja, dann lacht sie. Ja, es ist wahr. Ich könnte jetzt zum Beispiel, es gibt gewisse Jobs, die ich nicht ausüben darf aufgrund von meiner Körpergröße, ne? Weil es da irgendwelche Einschränkungen gibt, aus welchen Gründen auch immer. Und ich könnte jetzt versuchen, die ganze Welt zu verändern. Wie? Achterbahn-Tester? Ja, da gehe ich eh nicht. ich denke jetzt eher so, ich weiß zum Beispiel, Polizei ist kein Thema, ne? Da brauchst du eine bestimmte Körpergröße, Stewardess zum Beispiel brauchst du auch eine bestimmte Körpergröße, ich weiß nicht, wo sonst noch, ne? Und ich könnte sagen, okay, meine Genetik ist offensichtlich für diesen Job irgendwie nicht gemacht, oder ich könnte auch nie, keine Ahnung, am Strand irgendwas arbeiten, weil ich echt keine Sonne vertrage, ne? Und ich wäre irgendwie, ich müsste da mit so einem Schutzschirm rumlaufen und keine Ahnung was. Und das einfach zu akzeptieren, okay, ich bin jetzt nicht die sich 5 Stunden an der Sonne bräunt und das ist okay. und da das auch mit dem Hund, also den Hund halt so zu akzeptieren, wie der ist, in dem, was er mitbringt, von seiner Genetik und auch von seiner Persönlichkeit her. Ne? Und das ist auch nochmal so was, dieses, ich glaube, wir hatten da auch schon drüber gesprochen, so dieses, und gerade wenn das in Kombination ist mit, ich will dem Hund keine Grenzen setzen, weil er mich dann nicht mehr liebt, jetzt kommt eine Frage, die wahrscheinlich wehtut, aber warum liebst du denn deinen Hund nicht so, wie er ist? Ne? Weil das, also oft sind das auch viele dieser Menschen, die dann so werkeln müssen. Ne? Weißt du, was ich meine? Werkeln? Die müssen am Hund immer rumwerkeln. Also. Ja. Und ich bin mittlerweile, ich war auch mal an diesem Punkt, ne? Wo ich so meinen Hund am liebsten geschüttelt hätte und gedacht, du kannst du nicht einfach anders sein, du regst mich so auf, ne? Und mittlerweile liebe ich die dafür, dass die so einen Dickschädel hat einfach, ne? Also das ist einfach so, ich finde das auch geil, dass die mit mir diskutiert manchmal, ne? Und denke dann einfach so, klar denke ich mal so, boah, du bist, und wenn ich habe doch die Situation jetzt erzählt, ne? Wenn sie dann so an sich einschleimt, weil sie irgendwas haben will und so. Und liebevoll denke ich dann manchmal, Bob, bist du ein Arsch, ne? Aber ich mag die, weil die so ist, ne? Und da wünsche ich mir einfach auch, dass die Menschen dahin kommen, so. Ja. Ja, also diese bedingungslose Liebe haben wir auch immer, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ne? Die ist eben nicht an Bedingungen geknüpft, ja. Wenn du so bist, dann liebe ich dich. Wenn du so bist, liebe ich dich aber nicht mehr. Und lass dich das dann auch spüren. Fängt ja immer mit der, ne, das hört sich jetzt so kitschig an, ne, aber fängt ja immer mit der bedingungslosen Selbstliebe an, ne. Das macht man sicherlich in jedem Coaching, wo es irgendwie um glückliche Partnerschaften geht es darum. Und wir sind ja irgendwie auch in einer sehr engen Beziehung mit unseren Hunden und diesen Perfektionismus so da, ne? Also das ist ja manchmal auch eine ganz schöne Ablenkung von sich selber, ne? Wenn man sich nicht so mit sich auseinandersetzen muss. Und mir ist dazu noch so bei den Kindern irgendwie eingefallen, dieses den Hund mit seinen Besonderheiten oder seinen Eigenschaften so zu schätzen auch.
dass es ja viel schöner wäre, wenn man nicht immer die Fehler versuchen würde abzuschneiden. Also das jetzt bitte nicht missverstehen mit, man darf keine Ziele haben mit seinem Hund und man muss das Verhalten, was gerade wirklich belastend ist, akzeptieren. Das meinen wir nicht damit. Es geht jetzt hier um diesen Teil der Persönlichkeit und der Genetik und so weiter und so fort. Ne? Und dass man da eben, ne, jetzt hat Nina so einen dickschädeligen Hund und einen sehr klugen Hund, der genau weiß, wie er sich sozial verhalten muss, damit er das und das bekommt von Fadi. Und das eben auch zu schätzen zu wissen und auch bei Kindern einfach zu sagen, okay, ich gucke mal, was ist denn eigentlich deine Gabe sozusagen? Ne? Wofür bist du wahrscheinlich hier? Und einfach voll da reinzugehen, zu sagen, das ist, ne, dafür wurdest du gemacht, ist genau richtig. Genau richtig, mach mehr draus, so nach dem Motto, ne? Ja. Einfach nicht so, sondern anders. Ne? Also so, du kannst diese Gabe, die du hast, bitte nicht beim Pöbeln ausleben, sondern an einem anderen Ort, ne? Ja, aber das Pöbeln ist ja auch nicht Teil der Persönlichkeit in dem Sinne. Ja. Ne? Genau, aber das meine ich so mit dem, ne, ich will nicht dich komplett irgendwie ändern. Ja. Ja, haben wir im Titel gesagt, wir sagen jetzt auch, was ist die Lösung? Ja, was ist die Lösung? Ne? Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal so Frieden zu schließen, mit seinem Hund auch. Und wirklich in die Kommunikation mit dem Hund zu gehen. Und nicht Konflikte zu scheuen, sondern die auch bewusst mal aufmachen. Disclaimer, wir sagen das immer wieder, wenn du wirklich einen Hund hast, der mit dir selber auch ein Thema hat, der dich vielleicht schon mal gebissen hat oder wenn er dich bedroht und so weiter, mach das bitte nicht ohne Anleitung, weil es kann echt in die Hose gehen. Aber scheu dich nicht, mit ihm Dinge auszudiskutieren. Und eben auf sozialer Ebene, das haben wir auch jetzt schon ganz viel gesagt, ne, auf sozialer Ebene zu interagieren. Damit er sich eben so entwickeln kann, damit er wirklich weiß, wie er sich verhalten soll. Weil in den meisten Fällen ist es ja so, dass er einfach überhaupt keinen Plan hat, was er eigentlich tun soll in den Situationen. Wo er im Moment Problemverhalten zeigt, ne? Und dass wir ihm da einen Weg zeigen, guck mal, so ist besser. Und das macht eben die Beziehung zwischen Mensch und Hund besser, weil es eben eine konfliktfähige Beziehung ist. Und ich weiß dann eben auch als Hund ganz genau, okay, da ist ein Gegenüber und auf den kann ich mich verlassen. Ja, ne? Wenn ich Scheiße baue, dann sagt er mir das auch, ne? Ja. Aber der sagt mir auch, wenn ich richtig geil bin. Ja. 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 Ja, wenn du, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, noch mehr verstehen willst, wie dein Hund funktioniert, wie wir Menschen auch funktionieren, weil du hast jetzt bestimmt gemerkt, wie das einfach alles so zusammenhängt und ineinander auch verflochten ist, dann komm in unsere Gruppe Letzte Rettung für Problemhunde. Da hast du regelmäßige Live-Trainings zu genau solchen Themen und wo wir auch noch ins Detail gehen beim Hundeverhalten und ja, dort auch Hilfe kriegst, wenn du welche brauchst. Den Link für die Gruppe, den findest du unten in den Shownotes. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um auf diesem Weg mit deinem problematischen Hund wieder einen Schritt weiterzukommen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile diesen Podcast und hinterlasse uns eine positive Bewertung, damit wir noch mehr Menschen und ihren problematischen Hunden helfen können. Bis zum nächsten Mal.